Wir haben hier die Huawei Watch, die neue Smartwatch von Huawei, die auf der IFA vorgestellt wurde. Ist ein typisches Android Wear Smartwatch, das heißt, hat die klassischen Android Wear Features wie eben das wechselbare Watchface, hat eben auch die Apps drauf, wie man hier sieht, also jede Menge Apps kann man da schon runterladen. Es ist ein wirklich rundes Display, das ist ein tolles Feature. Es hat nämlich nicht diesen platten Reifen wie bei der Moto 360, hat auch einen schönen dünnen Rand. Und generell wirkt die Uhr schon hochwertig, also hat einen Metallgehäuse. Die Variante, die wir haben, wirkt so ein bisschen billiger als es, also ein bisschen nicht so hochwertig, wie es eigentlich angekündigt wurde. Aber das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also es ist schon Metall, es hat einen schönen dünnen Rand, das merkt man schon. Und generell drin steckt einfach dieselbe Hardware wie bei jeder Smartwatch mit Android Wear inzwischen auch. Ist aber nichts Schlechtes, weil dann funktioniert die Uhr auch. Man merkt es auch, dass es fügt sich wie bei allen anderen Uhren gut ein. Die Armbänder sind jetzt auch aus Leder. Es gibt auch eine Metallversion. Also da hat man auch die Auswahl, was man haben möchte. Hat auch wieder einen Herzsensor hat einen Herzsensor und wird eben auch geladen über Pogo-Pins. Das heißt, es ist nicht kein kabelloses Laden, sondern man hat einfach eine Ladestation, die man draufsteckt und dann wird das ganz normal geladen. Aber es hat keinen Micro-USB-Anschluss zum Beispiel wie bei anderen Uhren.